Was geht ab, das ist Mutterstadt. Wir sind heute an dem Ort, wo ich normalerweise während 3 Tagen im Jahr erinnere, hedonistische von Kultur und Musik überladene Bubble drin bin. Findet das ja nicht statt und wir sind trotzdem da. Yay! Yeah. Heute sind wir im Frauenfeld. Ich bin immer noch auf der Suche nach der geilsten Stadt der Schweiz. Ich bewerte das anhand meiner 3 Kriterien. Herz, Hirn und Bauch. Bauch. Geben wir etwas zu essen. Geben wir etwas fucking Gutes zu essen. Es ist mir wichtig. Hirni, wir testen mit einem kleinen Quiz. Und Herz, machen wir mir etwas Geiles, was man vielleicht nur in dieser Stadt hier kann machen kann. Uniqueness. Die Stadt, die am Ende dieser Season gewinnt, bekommt eine fette Party, gesponsert von SRF Virus. Und du hast Einfluss darauf, welche Stadt das gewinnt. Mit jedem Share, den du machst, bekommt die Stadt, wo du sharest, einen Punkt dazu. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Local Guide, um mich durch das verschlafene Sommerstädtli hier durchzuführen. Let's go. Jo, salut zusammen, ich bin Louis. Hier geboren und aufgewachsen in Frauenfeld. Und Frauenfeld ist die schönste Stadt der Schweiz, weil sie eine wunderschöne Kleinstadtatmosphäre bietet und sie ziemlich in sich hat. Klein, aber fein. Willkommen zu Frauenfeld. Should I go by your place? Louis, Mann, danke vielmals, zeigst du mir einen Tag lang Frauenfeld. Ja, sehr gern. Bevor wir über die Stadt reden, erzähl den Leuten etwas zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ich bin hier geboren und aufgewachsen in Frauenfeld. Ich mache in meiner Freizeit sehr viel Musik, Intensivmusik. Ja, so eine Passion. Yes, okay. Jetzt, ich weiss, Frauenfeld wären 3 Tage im Jahr das geilste Städtchen der Schweiz. Aber für mich, während dem Rest des Jahres, was taugt die Stadt? Frauenfeld ist für mich wie so ein persönlicher Rückzugsort von einer grossen Stadt. Man ist sehr schnell im Grünen. Viele Parks sind gebaut worden, um sich entspannen zu können. Wie sieht es aus mit der Gastroszene? Wie du weißt, das ist mir fast das Wichtigste. Da hat auch Frauenfeld was zu bieten. Also, man kann wirklich durch jede Küche durch, also man kommt nicht zu kurz da. Es sagen alle, immer in der Stadt ist gut, aber wir sehen es wegen Messen. Was machst du heute mit mir? Wir gehen zusammen urban golfen, einen Golfkurs durch die ganze Stadt, um die Stadt ein besser kennenzulernen. Mutterstadt, Season 2, Bonzensport. So, wir haben unseren Schläger, wir sind ready, es wird keine Gewalt ausgeübt, es wird gespielt. Was machen wir genau, Bro? Du hast einen Startpunkt, Zielpunkt und der, der am wenigsten Schläge hat, der gewonnen. Okay, das ist Minigolf Extended mit ein bisschen Urbanität involviert. Yes, genau. Let's Urban Golf. Komm, ich nimm dich mit in Richtung Freiheit. Hab's selbst noch nicht im Blick, aber komm, steiger. Komm, ich nimm dich mit in Richtung Freiheit. Bro, ich muss sagen, du bist naturally gifted in dem Scheiß. Was geht mit dir? Ja, Übung macht den Meister. Ja, ich kann es definitiv noch nicht so, aber ich hätte mir das Wacker vorgestellt. Ich finde es noch geil. Urban Golf Skills und mein Leben gefickt. Gibt es wenigstens etwas Geiles zu essen für mich? Yes, wir gehen zu der Local Grapperie hier aus Frauenfeld. Das wird sicher auch deinen Tag versüßen. Immerhin das. Ich bin ein dehydrierter und sehr hungriger Pablito. Darum bin ich freudig, hier vor dem, was immer das ist, zu sitzen. Wo sind wir und wieso hast du genau diesen Spot ausgesucht? Wir sind hier beim Bauwagen. Und hier gibt es den besten Crepe in ganz Frauenfeld. Salzig bis süß. Hast du irgendeine Ahnung, was du mir bestellst? Noch nicht, aber da muss ich nachher schauen. Seit dem Tag 1 haben wir unsere Herzen im Thurgau. Feiern und brüllen und scherzen im Thurgau. Wurzeln im Thurgau, die Heimat der Thurgau. Geniessen unser Leben, bis wir sterben im Thurgau. So, jetzt kommt die mühsamste fucking gottverdammte Moderation vom ganzen Tag. Wenn das Wasser im Mund so zusammenläuft, das hättest du den Reinfall in der Schnurren. Was hast du uns bestellt? Ich habe hier 2 Galette für uns bestellt. Einmal mit Pesto und Käse und einmal mit Pizza, also Tomatensauce mit Mozzarella und Oliven. Für alle, die es nicht wissen, Galette sind Crepe aus Buchweizenteig. Meines Wissens, oder? Genau, ja. Können wir essen? Reden wir über Hunds Communi Crepe. Hunds Communi Crepe werden oft soggy. Das hier ist ein Boss Crepe, sprich ein Galette. Der Buchweizenteig hat einen Crunch im Fall. Lass mal. Hörst du das? Eine hermetische Versiegelung von dem wunderschönen Inhalt. Wir haben zum einen die hausgemachte Pesto, inner Salty, inner Umami, dein Gesicht, dann das inner weiche, süße von der geilen Sauge mit der Mozzarella innen.
Leute haben das Gefühl, sie können einfach Schoggi über etwas drüber rühren und es wäre geil. Und sie checken nicht, es gibt ein Maximalvolumen an Schoggi. Wenn du das übersteigst, wird es scheisse. Das ist perfekt ausbalanciert. Was wir hier haben, ist ein Dessert-Crepe, um das mal abzuschliessen. Brombeere, Mascarpone, Schoggi. Nicht zu viel Schoggi. Ein bisschen Lavender oben drauf. Einfach für so die Balance. So. Ich bin sprachlos, wie gut das Crepe ist. So. Lasst mich in Ruhe. Live in the Flogi. Louis, danke für den arschgeilen Tag im Frauenfeld, Mann. Ja, schön, bist du da. Das ist das Gesicht von einem sehr, sehr glücklichen Pablo. Ich gebe dir gerade ein paar Punkte für die Activity und fürs Essen. Fangen wir mit der Aktivität an. Urban Golf. Ich denke, das wird langweilig sein. Vater, ganz ehrlich. Ich habe Spass gehabt, es ist top. 7,5 von 10 Punkten. Oh, shit. Nice. Jetzt heb dich, Bro. Zwei perfekte Galette, ein perfekt süßes Crepe. Ich bin kein Witz, leicht sexuell erregt, nach wie vor von dem Essen. 10 von 10 Punkten. Alte, grosse Ehre. Du hast jetzt die Chance, die 17,5 Points zu multiplizieren mit einem Quiz. Bist du ready? Nervös, aber ready. Wir sind im Captain jetzt gerade und ich muss sagen, Frauenfeld hat nicht gesagt den ganzen Tag lang, wieso hast du mich hierher gebracht? Das ist eigentlich die Alternativbar in Frauenfeld und es hat ein mega Angebot an verschiedenen Drinks und Bier und allgemein Sodas. Es ist einfach schön da, schöner Ausblick. Okay, jetzt Business. Wir machen jetzt das Quiz, Bro. Wir fangen an in 3, 2, 1. Welcher Buchstabe ist im Frauenfeld nicht enthalten? Z. Buchstabier Thurgau. T-H-U-R-G-A-U. Ein Tier, das mit E anfängt. Eichhörnchen. Welche Farbe hat Gryffindor? Weiter. Stopp. Alter, ich hab's gewusst. Deine Generation, ihr gebt einfach keinen Fick, oder? Ja, sorry, das ist an mir vorbei, Mann. Ja, was hast du für einen Jahrgang? 98. Ja, sorry, Bro, es ist für mich halt einfach das Größte, was es gibt. Rot und Gold wäre die Antwort gewesen. Aber ist okay, ich hätte dich trotzdem gern. Okay, easy, merci. Wir machen weiter in 3, 2, 1. Welche Frucht wärst du? Himbeere. Welches ist die beste Stadt für die Schweiz? Traufeld. Sag Minigolf rückwärts. Weiter. Welche Zeit ist es jetzt? 17.50. Was macht 3x20 minus 15? 45. Welches Land hat am zweitmeisten Einwohner? Alter. So, deine Stadt Frauenfeld und du haben dich wacker geschlagen. Du hast in diesem Quiz 7 Punkte geholt. Das ist etwa average, würde ich sagen. Nicht oben raus, nicht unten raus. Du hast vor 17,5 Punkte geholt. 7 mal 17,5 sind 122,5 Punkte für Frauenfeld. Oha, nice. Yes. Wenn du Bock hast, dass Frauenfeld gewinnt, dann share die Folge. Pro Share, die du machst, gibt einen Punkt dazu. Und eventuell wird Frauenfeld die Stadt, die eine geile Party gewinnt, finanziert von SRF Virus. Das war von mir. Business End of Things ist over. Die letzten 15 Sekunden gehören dem Louis. Ja, liebe Ostschweizer, zeig mir der Schweiz, dass es nach Vinti noch weitergeht und dass das Frauenfeld immer noch lebt. Weil genau wir bräuchten jetzt eigentlich so eine riesige Fete vom SRF-Virus. Darum share und ja, liken. Yeah.